Wir sind bei der Güstrower Tafel e.V. hier in Güstrow und vielleicht zunächst mal die Frage, warum muss es die Tafel überhaupt geben? Ja, die Tafel, so wie die meisten Güstrower wissen, gibt es seit 1996. Und damals war es nötig, es war kurz nach der Wende, es war nötig, dass wir diese Tafel gründen, weil wir sind die 86. Tafel, heute gibt es 970. Und zu der Zeit war natürlich die Notwendigkeit, dass Menschen Hilfe brauchen, gegeben. Und da haben wir gesagt, wir gründen selber eine Tafel in Güstrow und zu der Zeit ja. Mittlerweile sind wir fast 30 Jahre hier. Und diese Frage habe ich mir persönlich immer gestellt, warum muss es noch so viel Bürger sein oder für so viele Bürger sein, die Unterstützung brauchen? Und wer mich kennt, weiß, dass ich das bereits seit vielen Jahren unterstütze und sage, es muss politikmäßig etwas passieren, damit die Bürger so viel Einkommen haben, wovon sie leben können. Und nicht, dass sie noch zusätzlich zur Tafel kommen müssen und unsere Hilfe hier in Anspruch nehmen. Ja, es wäre schön, wenn wir die Tafel nicht bräuchten, auch in Güstrow. Und jetzt wird hier in Güstrow ein neuer Bürgermeister gewählt. Welche Erwartungen haben Sie an diesen Bürgermeister oder welche Bedeutung hat diese Wahl jetzt für Sie? Wie ist der Stand jetzt? Was kann besser werden? Ja, der Bürgermeister, so wie es schon gesagt ist, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, so ein heißes Eisen. Der Bürgermeister in Güstrow hat die ganzen Jahre, wo er im Amt ist, nicht einmal den Weg zu uns geschafft. Er hat Einladung bekommen. Wir haben immer wieder gesagt, gerade zu runden Geburtstagen, der Bürgermeister sollte doch mal vor Ort sein. Er hat es nicht geschafft, zu uns zu kommen. Und an den neuen Bürgermeister habe ich einfach die Erwartungshaltung, dass er uns sieht. Dass er sieht, was die Tafel in Güstrow nicht nur die letzten fast 30 Jahre, sondern was auch vor Ort geleistet wird. Wir sind ein ehrenamtlich arbeitender Verein. Das heißt, wir haben fast 40 ehrenamtliche Helfer hier in unserer Tafel, die jeden Tag etwas tun für Menschen, die in Güstrow Hilfe und Unterstützung brauchen. Und dieses Ehrenamt aus meiner Sicht hat zu wenig Bedeutung, gerade bei uns in der Tafel. Und das ist etwas, wo wir sehr traurig sind. Und wenn ich darüber nachdenke, dass wir auch in der Corona-Zeit jeden Tag hier waren und weitergearbeitet haben unter erschwerten Bedingungen und dann kommt nicht mal ein Dankeschön von offizieller Seite, das hat meinen Mitarbeitern und meinen fleißigen Helfern hier nicht gut gefallen, muss ich so sagen. Also es geht gar nicht darum, jetzt finanziell das Ehrenamt wertzuschätzen, sondern generell, dass man auch das mal würdigt an entsprechender Stelle. Gut, das Finanzielle ist natürlich die andere Seite. Ne? Ohne Spender würden wir uns hier nicht halten können. Denn da wir ein ehrenamtlicher Verein sind, sind wir wirklich auf Spenden angewiesen. Wir haben Autos, die wir extra anschaffen mussten, die eine Kühlung haben. Sonst hätten wir keine Lebensmittel abholen können. Aber wichtig ist auch, dass Menschen, die hier 8 Stunden im Ehrenamt arbeiten, also nicht ein Pfennig Geld dafür bekommen, dass die auch gesehen werden. Und das mal gesagt, was ihr macht, ist eine tolle Sache. Ich versuche immer wieder über Medien und ob das die Presse oder jetzt auch der Güstrow-Kanal ist, das nochmal bekannt zu geben. Aber das Echo verpufft. Und die Menschen, die das wissen, die damals mit dabei waren, natürlich sagen die, Mensch, was ihr da macht, ist toll. Aber das ganz Offizielle, und das wäre für mich auch mal vom Bürgermeister, dass da mal was kommt, ein offizielles Schreiben, mal ein Dankeschreiben oder so, das ist nicht passiert. Muss ich leider feststellen, ja. Das als Vorsitzende der Tafel und vielleicht auch noch als Güstrower Bürgerin, was würden Sie sich wünschen, was sollte zuerst angegangen werden, wenn der Bürgermeister dann gewählt wurde und in seinem Amt ist? Also sagen wir mal so, unsere Tafel ist ein Verein, der überparteilich arbeitet. Ich habe immer gesagt, das ist egal, wer zu uns kommt, welche Partei dahinter steht, dann ob es jetzt beim Bürgermeister ist oder auch welche andere Parteien, wenn zum Beispiel Bundestagswahlen sind, dann kamen ja oft immer die Vertreter. Das ist mir letztendlich egal, weil eine Partei hat, oder andersrum, jede Partei hat sich in ihr Konzept geschrieben, dass sie den sozialen Bereich unterstützen will. Und leider muss ich sagen, war es bis jetzt immer die SPD, die überwiegend da war und uns unterstützt hat. Und meine Erwartungshaltung ist auch an den neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin, egal welche Partei. Sie sollen sehen, dass hier eine Tafel ist, dass es hier Ehrenamtliche gibt, die jeden Tag da sind, dass sie gesehen werden und dass dieses Ehrenamt, denn wir sind ein Verein, der auch gleichzeitig arbeitet. Ich gehe nicht in einen Sportverein, wo ich nach meiner Arbeitszeit mich auspower und meine Freizeit verbringe. Die ganze Zeit, die hier gearbeitet ist am Tage, die Bürger schenken praktisch ihre Freizeit diesem Verein und kriegen nicht einen Pfennig dafür. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig gesehen. Wir drücken die Daumen, dass die Wahl die richtige ist und dass es Ihnen helfen wird für die zukünftige Arbeit und bedanken uns für das kurze Interview. Ja, das danke ich auch und ich hoffe, dass die richtige Wahl getroffen wird und dass wir einen Bürgermeister oder Bürgermeisterin bekommen, die wirklich alle Bereiche, sag ich mal, die noch so ein bisschen fehlen in Güstrow, wo ich selber Güstrower bin, denke ich auch, dass vieles in der Stadt, dass wir uns als Stadt
wesentlich präsentativ mehr zeigen müssen und dass wir viele Sehenswürdigkeiten haben, um Urlauber anzulocken. Und das kommt auch ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, dass sich das alles ändert mit dem neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Ich danke auch. Es gibt viel zu tun. Dankeschön. Danke.